Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Reifemann Sporthalle Schwerin am 3. Oktober, wo wir heute sehen die zweite C-Jugend des SV Grünwald Schwerin, die zu Gast hat Einheit Rostock. Spielwünsche. Danke. Und halt dich ein bisschen zurück. Du, ich bin sowas von ruhig geworden. Ne? Nun auf geht's in das Spiel, die C-Jugend 2 von Grünwald Schwerin gegen Einheit Rostock. Einheit Rostock haben wir vor kurzer Zeit hier bereits gesehen, gegen die beim Saisonauftakt der C-Jugend 1 von Grünwald Schwerin. Das konnte die C-Jugend von Grünwald Schwerin deutlich für sich entscheiden. Nun sehen wir die zweite, die ihr Auftaktspiel hier zu Hause gegen Wismar verlor. Und jetzt gibt es 7 Meter für Einheit Rostock, die Nummer 7 hat da den Ball genommen und versenkt sich ja zum 1:0 und es gab vorher noch eine gelbe Karte für die Nummer 8 auf Seiten von Grünwald Schwerin. Überhasteter Wurf von der Halbposition, der Ball geht über das Tor und so haben wir wieder Ballbesitz für Einheit Rostock. Also eine klasse Finte erneut vom Rostock Nummer 7, aber auch hervorragend gehalten. Der Ball kommt dann wieder zurück zu den Rostockern und so gibt es Freiwurf für die Gäste. Und nach außen gespielt und der Ball geht am Tor vorbei. Und es bleibt beim 1:0 für Rostock.
wollte durch zwei Mann durch, das hat keinen Erfolg. Und dann aber schön abgelegt, wieder auf die 7 auf Rostock. Aber der Ball kann nebenfalls abgewehrt werden und so geht es jetzt weiter mit Ballbesitz für Grün-Weiß Schwerin. Die Rostocker mit einer offensiven 3-3-Deckung versuchen so die Schweriner früh abzufangen und den Schwung aus dem Schweriner Spiel zu nehmen. Ball über die Außenposition gespielt, aber kein Problem für den Torhüter, es gibt Freiwurf für Schwerin. Einiges los hier in der Halle, die Eltern der Schwerinerinnen haben sich versammelt, machen ordentlich Stimmung, aber der Ballbesitz bleibt bei Rostock, den im Aufbau abgefangen und jetzt die Chance für die 8. Der Torwart ahnt die Ecke und hält den Ball und es bleibt bei Mainz zu 0. Der war in den Kreis getreten, auch wenn gehalten, der Schnellenburg-Gegenstoß von Grünwald-Schwerin erfolgreich abgeschlossen. 1-1. Er war zwar drin, aber es gab wohl einen technischen Fehler und deshalb 7 Meter für Rostock. Und erneut die Möglichkeit, vom 7-Meter-Punkt in Führung zu gehen. Auch der sicher verwandelt mit Hilfe des Innenpfostens. 2-1 für Rostock. Im Fuß, aber der lange Pass kommt nicht an und so wieder. Ballbesitz für Schwerin. Wenn man die an dem Wurfarm und gelbe Karte gegen die Nummer 7 auf Rostock der erste 7 Meter für Schwerin. Der ist sicher verwandelt durch die 18. So steht es jetzt 2-2. So ein schönes Kreisanspiel, aber die Kreisspielerin kann den Ball nicht richtig mitnehmen. Und so die Kontermöglichkeit für Schwerin. Schnell gespielt und sicher verwandelt. Und die erste Führung für Grünwald Schwerin 3-2. Und da ist die Lücke da in der Mitte, haben die Schwerinerinnen aufgemacht und Schwerins Nummer 7 mit ihrem dritten Treffer und auch dem dritten Treffer für ihre Mannschaft 3-3. Und der Wurf, da ist die Torhüterin dran, aber er fällt dann doch ins Tor.
Und der erste Treffer, der nicht von Nummer 7 aus Rostock erzielt wurde, aber 4:3 für Rostock. Und jetzt der Außentreffer von Grömer Schmarin zum 4:4 Ausgleich. Und der Konter von Brümers läuft an die Latte. Aber die Schwerinerinnen können den Ball wieder aufnehmen. Und schön an den Kreis gespielt und klasse durchgesetzt vom Kreisläufer. 5:4 für Brümer Schwerin. Und da gibt es die Auszeit genommen von Ross. Kleine Situation, weil es den Anwurf schon gegeben hat, aber es geht weiter, Ballbesitz für Rostock. Der Rostocker Trainer, der ein wenig Wert darauf legt, jetzt schön gespielt auf die 7 abgelegt, die ihren 4. Treffer erzielt bereits in diesem Spiel und den 5:5 Ausgleich erstellt. Rostocker Trainer legte Wert auf Einsatz seiner Mädchen. Sie hätten die Torhüterin im Stich gelassen. So heißt es. Und jetzt funktioniert die Abwehr auch gut. Und der erste Konterlauf der Rostocker. Zur erneuten Führung. Zum 6:5 für Eintracht Rostock. Das war bereits der 5. Treffer von der Spielerin mit der Nummer 7. Auch den gut geahnt, der Ball, der Konterlauf. Und die erste 2 Tore Führung in dem Spiel, 7:5 für Rostock. Und jetzt sehen wir, die Rostocker spielen die 3-3-Deckung sehr offensiv. Und damit haben die Spielerinnen aus Schwerin Probleme. Der nächste Fehlpass, der nächste Konter und das nächste Gegentor. 8:5 und sofort Auszeit genommen von Grünwald Schwerin.